Und ein herzliches Willkommen zurück zur Atletico Madrid-Karriere hier im Copa de España in der Runde der letzten 32. Und ich wollte euch hier nochmal zeigen, dass es hier also, es geht lange, es dauert noch ganze, wenn man den Monat als halben Monat noch mitrechnet. Wenn man das ihm als halben Monat noch so zweieinhalb, ja, so zweieinhalb Monate noch, dann öffnet sich wieder das Transferfenster und dann habe ich ja auch schon so ein paar im Visier, aber auch schon so ein paar im Visier, die ich wieder verkaufe. Also da müsste ich mal ganz gucken. Ich habe so einen Fernando Torres im Visier, dass ich den verkaufe. Weil ich habe Griezmann, ich habe Gamero, der ist richtig gut. Und ich habe Diego Costa, das sind meine drei Spieler, also die reichen mir vorne. Plus die Jugendspieler, die ich ja jetzt noch alle kriege, ne? Achso, Leute, sorry, wartet kurz. Ah ne, der ist aus, das ist gut. Aber ich mach trotzdem den Ton ein bisschen leiser. Und ja. Ja, ich hab das immer noch ein bisschen mit dem Ton. Ihr werdet kurz dann fast gar nicht mehr in der Nähe, wenn ich immer habe. Ist jetzt mir egal. Hauptsache, ich hab was für euch jetzt. Und dass ihr auch meine Stimme hört und nicht nur so einen doofen Kommentar oder so. Ja, aber sonst würde ich eigentlich nicht sagen, und wir brauchen natürlich auch wieder für die Jugendspieler noch Platz. Und die Jugendspieler kriegen wir ja auch noch. Und Freistoß direkt mal hier. Fällig voll dafür an. Ich denke, wir haben hier Freistoß. Danke. Kote. Der ist nicht drin, der Ball von Kote. Weil ich stand hier und ich meine Gamero in dem Sport. Sturm, die du kannst dann nicht mehr für dich. Ich weiß ja nicht wieso, aber. Gamero hat mehr Tempo, würde ich sagen. Und ich mag ihn, wenn ich wieder Tempo habe. Griezmann, Griezmann, abgefälscht! Trotzdem kann der Körper schon den Ball locker aufnehmen. Ich denke mal, das hier wird so eine Einseitigkeit hier an uns. Ich weiß gar nicht, wie wir die spielen. Und Gamero! 1-0! 12. Minute! Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Lieder nicht sehe. Und da ist der nicht das passiert. 12 Minuten, als wenn ich dann wieder. Und ich kann mir noch mal kommen. Okay, ich kann mir noch nicht das Problem lösen. Okay, ich hab's gemacht. Okay. Was passiert mit Halten? Wenn ich immer will halten, eigentlich meine ganze Startaufstellung nicht offen halten. Auch für offen. Das ist ja das Einzige, was ich jetzt verkaufen würde. Und dann Donnarumma spielen müssen. Und das ist wahrscheinlich wirklich so der einzige Punkt, den ich verkaufen lassen werde. Torres versuche ich auch einfach entweder auszuleihen oder zu verkaufen. Dann habe ich ja keinen wirklichen Thomas, den brauche ich und ich brauche auf jeden Fall einen Möglichkeiten, den ich kaufen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ne, den habe ich mir noch nicht geholt, ne? Ne, sonst, ihr seht ja hier vielleicht Jofran, dass ich den noch abgebe und mir einen neuen hole, aber ich hätte noch keinen von den welchen ich mir da hole. Also, mal gucken, mal gucken. Ich habe jetzt gerade erst gedacht, wenn ich einmal noch kurz gespielt. Dann kann man ja relativ schnell hier wieder nach vorne mitgucken. Jetzt zieht sie zurück und Gamero 2-0! Den haut er daneben, diese Kacke, Gamero! Ach, die Mini-Kacke! Frei vom Vorrang! Thomas sagt, der haut die Mini-Kacke. Eieiei!
Schreibt mal in den Kommentaren, also wer hätte doch einen müssen. Also schreibt mal, was dachtet ihr vor dieser Aktion drin oder nicht. Oder schreibt mal, wo ihr das gesehen habt. Oder schreibt halt mal, wo ihr diese Situation gesehen habt. Ja, dass ich auf einmal da so frei von steht. Schreibt mal in Prozentzahl, so geschätzt ungefähr, was ihr dachtet. Oder ob er reingeht oder nicht. Wenn ich so 80% dachte, dass er reingeht. Wenn man 0% dachte, dass er reingeht, dann schreibt 0%. Ja, also. Wahnsinn schon. Der Mensch lag an, aber ich bin wieder besser. Was Kev? Und da steht die Tolle im Weg. Und der ist wieder weg. Die nächste Ecke. Und Almeria ist halt unterlegen. Wir sind die beste Mannschaft. Jeder weiß mal, wen ich meine damit. Es gibt keinen anderen Mosaiko oder so. Irgendwie anders oder ungefähr so gleich. Aber jetzt kommt erstmal Solo. Der hat eine Solo, der hat jetzt viel zu lange. Den hätte sie Tolle noch, aber da hatte ich. Er kriegt ihn nicht mehr ganz. Es gibt doch nie. Das wächst so freudig und das sieht. Sieht ihn vielleicht nach Villarreal war das. Ich weiß es gar nicht, wenn er so kurz noch war. Aber nach unserer Führung, die einzigste Top-Chance bis jetzt war diese halt von Danero. Ja. Ich weiß nicht, Griezmann gefällt mir noch nicht so, bis jetzt. Also Gamero gefällt mir noch besser, weil ich meine, die Leute... Uää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 ä
Das hatte ich bei einer Karriere, die habe ich aber nicht gelacht. Die habe ich dann im Buch lang, ich habe den YouTube-Kanal online so lange. Aber ja, da hatte ich auch gespielt und ich weiß gar nicht mit wem. War Schalke oder Dortmund? Das war mein Schalke. Burgstaller und die Santa ist vorne drin spielen lassen. Ich dachte, ja, Burgstaller ist deutlich der Beste, ne? Nach der ersten Hälfte der Saison hatte die Santo 20, nee, 20, 9 bis 11 Tore mehr und Burgstaller hat es noch aufgeholt und hatte am Ende, glaube ich, noch 4, 5 Tore sogar mehr als ich hatte. Und da hat er auch ganz schön aufgeholt. Vielleicht ist es auch bei diesem, man kann es ja nicht Duell nennen, aber er hat doch wenigstens ein Vorspiel zum Duell zwischen den beiden. Vielleicht müsste sich da ja so mit dem anderen machen. Weil am Ende hatte Platzer, der ist ja ausgeliehen worden. Genau, der hatte dann sogar am Ende noch mehr Tore als die Santa, weil er sie nicht geschossen hat in der Sekunde. Und abseits von Griezmann. Er hat gute Ideen, aber manchmal später war er dabei leider noch falsch. Ich hoffe, dass ich mal bald meine ersten Jugendspieler kommen, weil auf die 6 sehe ich. Ich werde natürlich nicht alle direkt verpflichten. Ich gucke erstmal, was für ein Potenzial die haben, aber ich nehme natürlich auch erstmal nur so ein bisschen die Besten mit. Die, ja, und dann trainiere ich die so. Und dann muss ich mal gucken, ob die sich verkaufen lassen oder ob die so spielen lassen, wenn die wirklich gut sind. Aber da muss man erstmal drauf hingucken, ne? Vielleicht verkaufe ich sogar ein Set und entweder Gabi oder Dings und dann. Ich muss einfach gucken, ob ich überhaupt einen verkaufen kann. Aber Gamero 12 Minuten 1-0. Und seitdem führen wir hier in Copa de España oder España. Und Gabi kommt jetzt ganz gut dran. Und er hat einen super Chipball direkt mal für Griezmann und der nimmt den mit. Ja, kann man gleich halt hier nehmen. Ja, ich glaube schon. Aber außen ist am Ende. Also außen. Außen wird außen letzten. Ah ja, natürlich. Auch das war jetzt auch nicht so schön von der Mann. Ich habe eine schöne Idee für diesen Mann, aber. Und die Tolle, der hat schon mal ein Traumtor geschossen. Ungefähr aus gleicher Position wie jetzt, aber der war nicht gut, der war nicht gut.
Oder war es die Tolle? Ich weiß gar nicht. Wir hatten schon mal irgendwo aus welcher Position wir uns kommen können. Ach, Paul natürlich. Natürlich, Paul, Leute. Ihr kennt ja den Web von FIFA oder EA. Ihr kennt ja EA. Und der, das ist eigentlich nur ein Pressball gewesen, der kommt auf einmal auf Garriga. Ja, der war jetzt ganz schlecht. Oh, wie toll, was ist der denn da? Ich hab das jetzt irgendwie gesteuert, dass er da in den Ball holen soll. Und jetzt, Mann, oh, und der kommt wieder. Und ich krieg den Tor da dahin. Mehrere da. Das ist mein Spiel. In die Mitte laufen und dann versuchen, die Schlappenseite einzukriegen. Und dann halt das Liga-Mero, da so frei auf einmal vom Tor stehen. Manchmal natürlich auch mit Feiern, so wie jetzt auf das Geld. 2-0! 7-0-5-15! Lukas! Was denn? 2-0! Warte! 2-0! Schön gemacht. Gabi kann ja auch mal schön flanken, aber ich kann nicht sein. Aber das ist ja eigentlich gleich. In die Mitte laufen, flach rein. Und Kamere. Vielleicht noch ein Nachschuss. Wirklich gar nicht. Oh, kriegt den da noch? Ja, aber gerade sehen. Gut, hier nach hinten direkt auf die Kopfler. Der macht sich ein bisschen müde. Ach, warum läuft der denn da weg? Der Ball kam doch eigentlich ganz gut für ihn, aber... egal. Es steht 2-0. Diesmal. Jetzt vielleicht noch so eine Einzelaktion kommen. Nee, gut. Auf, das war eine gute Entscheidung, denn die Dollo mit dem 3-0. 65. Jetzt reichen wir das Spiel an uns. 2 Tore und 6. Oder nicht in kurzer Zeit, aber innerhalb von 10 Minuten. Innerhalb sogar von 8 Minuten. Innerhalb von 8 Minuten kann man das Spiel von die 3-0. Gamero! Und was das Eintor! Super gemacht und dann das passt das Eintor. Und Gudino! Da habe ich schon gefeiert, deswegen konnte ich nicht drauf ballern, weil ich nicht vorbereitet war für den Schuss. Weil ich schon dachte, der Ball gerät. Weil ich mich bei der Chance weiter ein bisschen kontrollieren habe. Gute Chance hier auch nach dem Tor. Also, gut, man, die Gegner hier. Lasche Spiel, langweilige Spiel und einer Richtung aufzuführen. Die Gegner kamen ja nicht mit irgendwie in den Strafraum und so. Jetzt! Mega. Ich hoffe schon, dass ich mal, der hier drauf wieder mal eine Nacht. Ich hoffe, ich noch besser. Dann wird's auch für die Police. Und der sieht Gamero. Der macht einfach die Pasta in den Lauf, der da ist. Krieg ihn an und macht wieder 4-0. 78. 14-0. Hat Modus gemacht. So, und jetzt kommt das um das Corona und das Corona. Jetzt läuft kein Spiel, das ist weiter 50 und 60 Minuten einfach.
Nach dem 2-0, da lief alles noch dran. Gute Chancen und noch drei Tore nach dem 2-0. Und da kommt sogar Correa und der spielt rüber. Der Rüdiger-Spieler aus Griechenland. Den hätte er ja schießen müssen, weil der fast kommt mit einem Griechenland. Das ist doch sowas von Herzen. Da kann man auch einmal den einen oder anderen Fehler. Er ist oft hinter Gamero. Also Gamero eher so als eine Spitze und er so ein bisschen als zweite Spitze, aber eher ein bisschen defensiver, als wenn er zwei Stürmer spielt, aber so versetzt halt, so ein bisschen der eine offensiver, der andere defensiver. Nicht hintereinander, sondern eher so ein bisschen, ja, parallel, wie ich sagen, eine Diagonal. Und jetzt kommen die Gegner mit dem Spiel. Griezmann wird einfach, steht immer an der falschen Stelle. Das Spiel ist aus 4:0 ohne Tor von Anton Griezmann. Ja, aber sonst war das eine schöne Partie. Wir sehen uns dann zur nächsten Partie wieder. Und sonst habe ich auch nicht. Hier nochmal die Tabelle. Ja, Villarreal ist das hier ein Dritter im Moment. Oha, und das ist nicht so. Griezmann noch vorne vor Gamero. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Spiel wieder dann gegen Villarreal. Und ich würde erstmal mich verabschieden und tschüss.